Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, das Mittelalter hat uns zurück. Und wir hoffen mal, dass wir hier schnellstmöglich die Sachen fertig kriegen. Naja, guck mal, da hat er schon gebaut. Sehr schön, das ist auch schon fertig. Ja. Wie sieht es mit Gemüse aus? Ja, Gemüse ist nicht so viel, aber wir haben Beeren ganz viel und Brot. Aber wir müssen jetzt halt gucken, weil es kommt bald Winter. Da gibt es das nicht. Gut, da würde ich die hier abziehen und würde dann entsprechend dafür sorgen. Ah, ich brauche eine Familie mehr. Wir sind bei über 50%, das ist gut. Warum haben wir so viel Lebensmittelvielfalt? Wir haben gar kein Gemüse. Ich könnte mehr Gemüse bauen lassen. Ich brauche das Geld eigentlich. Das ist halt echt teuer, ne? Es gibt heute. Heute sind eigentlich auch gut, aber... Ja, okay. Okay, dann sind die ja gleich fertig. Da steht schon wieder das Wasser auf der Straße. Das hat schon was, ne? Ja. Also ich bin maßlos begeistert. Ich habe da echt meinen Spaß dran. Könnte aktuell nicht lustiger sein, sowas. Genau, arbeitet mal fleißig. Machen sie sehr schön, ne? Ja, dann haben sie es praktisch jetzt schon erledigt. Und dann muss ich jetzt eine Familie anheuern. Genau, die da arbeitet. Das sind dann die, die jetzt gerade da waren. Kann man das noch irgendwie erweitern? Nein. Ja. Brunnen kann ich auch nichts machen. Ich kann dieses... Ja gut, wir haben jetzt kein Obdachlosenlager, weil wir haben keine Obdachlosen mehr. Das ist auch ganz ungewöhnlich, weil das hatte ich immer die ganze Zeit. Erschöpfung der Vorräte. 2 Monate. Nahrung. 9. Brennstoff. Okay, ich brauche dringend Brennstoff. Denn ohne Brennstoff wird es schwierig. Das war hier, glaube ich, ne? Da. Eine Brennholzhütte brauche ich. Die Brennholzhütte. Die setzen wir hier hin. Dann ziehe ich von der Sammlerhütte ab. Ein Pferd ordern oder einen weiteren Ochsen. Okay. Machen wir erstmal so ganz normal weiter. Beeren habe ich nämlich jetzt im Moment. Ja, wir haben Mai. Das heißt, da kommt noch mehr dazu, aber... Der Brennstoff geht zur Neige, genau das. Da sehen wir es. Hier, Brennstoff. Weil die brauchen halt was, ne, zum Zündeln. So, eine Familie zuordnen. Dann basteln die nämlich jetzt Brennstoff. Okay, so richtig glücklich scheinen sie mir nicht zu sein. Ich will mal kurz gucken hier. Lagerhaus. Was fehlt mir denn großartig? Für die Kirche. Wo war die denn jetzt schon wieder? Hier. Ah, diese Holzbretter. Ja, die haben wir hier. Ist doch das, ne? Genau, macht aus dem das. Ja. Ich will das eigentlich nicht dahin setzen, weil da oben haben wir die anderen Sachen. Hier unten macht es rein theoretisch, finde ich, mehr Sinn. Lass mal es hier hin. Aber bringt uns gerade nichts, weil wir haben keine Familie, die wir zuweisen können. Ah, wir haben zu wenig Leute. Ganz eindeutig zu wenig Leute. Hier ist keiner zugewiesen. Ja, das kann ich nicht machen, weil dann ist der Marktstand weg.
Wir sehen das übrigens noch ein zweiter mit Brennholz. Verwaist, weil. Da ist halt nichts, ne? Die können halt nichts machen. Gut, dann. Kacke, Mann. Wir brauchen mehr Familien. Was ist mit denen hier? 5 Stück haben wir im Lager. Okay. Die können wir erstmal abziehen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich muss erstmal bauen. Also Stein haben wir genug. Ich brauche jetzt hier diese Bretter, damit ich die Kirche bauen kann, damit ich die hier vorantreiben kann. Damit die glücklicher sind und ich entsprechend neue Familien bekomme. Vorräte wurden gestohlen. Ah ja, das kommt auch immer vor. Die ganzen Banditen, die kommen immer wieder an und klauen einem den Krams, den man da so hat. Ja. So romantisch im Mittelalter. Okay, komm, mach weiter. Hat die noch Brause oder sowas? Genau, die machen jetzt weiter. Achso, eine Baureserve können wir festlegen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ich habe 14 Bauholz. Okay, dann möchte ich, dass 10 Stück übrig bleiben im Moment. Und sie, mit 10 können wir eigentlich so ziemlich alles bauen, glaube ich. Jetzt gerade, was kostet mich die Kirche? Ach nee, hier beim Wohnhäusern war das. Kostet mich 5. Okay, das ist in Ordnung. Alles, was drüber ist, entsprechend sollen sie verwerten. Und dann glaube ich, sollte es mit der Kirche recht schnell hinhauen. Tüdelü. Genau, die machen fleißig Brennholz. Was war hier? Allgemeines Lager ist voll. Aha. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Warum sagt er, das Lager ist voll? Also irgendein Lager. Moment. Das ist voll. Ah, okay, okay, okay. Deswegen. Ich habe mich schon gewundert. Ja gut, ist klar, dass es voll ist, ne? Der kann nur noch eins einlagern. Hat das 5 Bretter gemacht. Wie viel brauchte ich? 20 Bretter brauchte ich, glaube ich, ne? Ja, okay. Gut, lassen wir den also werkeln. Wir haben jetzt schon Juni. Was sagt das Brennholz? In 4 Monaten. Weil jetzt sind halt die Beeren gerade so bam, am Wachsen. Ich suche eigentlich Leute. Warum zieht denn keiner ein gerade? Das ist so kacke. Nein, nicht da. Ich brauche hiefür. Kräutergarten anlegen. Das ist ja auch cool. Nein, nein, ihr sollt nicht das machen. Ihr sollt sammeln. Jagen kann ich auch in einer schlechten Jahreszeit. Okay, ich mach mal was ganz kurz. Genau, vielleicht haben wir dann Glück, dass dann jemand kommen mag. Das sind ja die Grenzen entsprechend. Was haben wir da? Das Lehm vorkommen. Tja, das wäre halt echt ganz vorteilhaft, wenn jetzt Familien hinzukommen würden. Ne? Wir sind bei 55%. Lebensmittelvielfalt ist recht gut. Wir sehen zwar Beeren und Brot. Kein Gemüse allerdings. Eine Familie ist hinzugekommen. Das ist super. Dann darf diese eine Familie jetzt jagen gehen. Ja, ich brauche jetzt wirklich halt langsam andere Lebensmittel. Wir sehen es, Brot geht nämlich zur Neige. Und wenn wir jetzt gleich nur noch Beeren haben, dann wird das schwierig. Und sie sind nicht obdachlos, das ist super. Die sind gleich mit eingezogen. Ich habe 15, sagt er hier, ne? Das finde ich gut. Dementsprechend einfach nur noch einen kleinen Ticken und dann haben wir das sogar. War gut. Muss ich nochmal gucken, warte mal, da ist die Kirche. Ah, wir können die sogar schon bauen.
Dann setzen wir die doch hier neben dem Marktplatz. Jetzt brauchen wir nur jemanden, der baut. Moment. Die sammeln gerade noch Beeren. Die möchte ich nicht abziehen. Brennholz haben wir schon abgezogen. Die brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr, weil wir haben genügend Bretter an der Stelle. So, und dann gucken wir, dass wir das entsprechend jetzt hinkriegen. Und hier hoffentlich. Dup, 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 dup. Genau, und hoffentlich jetzt das hinkriegen mit noch einer. Noch eine Familie übrig? Wofür wollte ich die jetzt? Ach ja, stimmt, die sollten jetzt bauen. Genau, die sollten jetzt bauen. Ah, da muss man auch eine Familie abstellen, ne? Oder kommt dann einer hier vom Vatikan gesandt, extra aus Rom, der dann hierfür abgestellt wird? Mal gucken. Man sieht schon, die Baustelle ist etwas umfassender als die anderen. Das ist das erste richtig komplexe Gebäude, was wir basteln, ne? Ja, aber das Herrenhaus finde ich jetzt nicht so wichtig. Klar, es wäre jetzt vielleicht wegen irgendwelchen Gesetzen, mit Steuern und sonstiges, wäre es vielleicht nicht verkehrt, aber ich möchte jetzt lieber das hier basteln. Ich gucke gerade mal, was kostet mich denn das Herrenhaus? Erforderliche Siedlungsstufe, kleines Dorf. Ich brauche 20 Bretter und... Okay, also Bretter müssen wir gleich wieder machen und ich brauche Steine. Eine neue Familie ist eingezogen. Das ist gut, denn ihr seid jetzt meine Steinmetze. Dann haben wir noch für eine Familie Platz. Dann sollten wir vielleicht auch gleich mal anfangen, noch ein Haus zu bauen. Klar, wenn wir jetzt noch die anderen mit zuholen würden, hätten wir mehr Glück. Warte mal. Beeren werden gesammelt und das. Also aktuell sollte... Ja gut, wir haben noch kein Fleisch, aber Beeren haben wir jede Menge. Und er sagt, 9 Monate. Die haben wir Vorräte gestohlen. 7 Monate sind es jetzt nur noch. Aber 7 Monate... Naja... Können knapp werden. Warum sammeln die eigentlich kein Fleisch? Jetzt endlich. Und ich bekomme auch heute. Das finde ich gut. Ah, guck mal, wir haben ein Fleisch hier. Das ist ja sofort wieder verbraucht. Das ist halt... Ne, ratzfatz weg. Arbeitsbereich festlegen. Wo war denn so viel Vieh? Ja, das mache ich lieber nicht. Mir dann, glaube ich, doch zu weit. Die sollen das selber festlegen, wo die hingehen. Das wäre schon nicht verkehrt, ne? Genau, weil wenn da besonders viele Tiere sind, dann lohnt sich das ja eigentlich, dort dann zu sammeln. Ein Banditenlager wurde entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wo das Banditenlager sein soll. Aber wir kriegen das schon hin. Okay, die Kirche dauert noch. Weiterbauen, los, fleißig. Na, alle Steine sind da. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ne? Eine Söldnerkompanie ist verfügbar. Mhm, brauchen wir nicht. Na, Krankheiten, warte, steht da. Der Zugang zu Kräutern kann ihre Genesung beschleunigen. Ja, abwechslungsreiche Ernährung haben wir ja halbwegs. Na gut, uns fehlt Gemüse, ne? Wir haben schon gesehen, Kräutergarten können wir hier entsprechend mitmachen. Bräuchte die Bretter für. Wir haben noch eine weitere Familie bekommen. Wie lange reicht mir das Brennholz? 2 Monate. Na, die sollen mal kurz ein paar Holzbretter machen. Weil ich brauche auch welche für. Für mein Herrenhaus. Okay, aber ich muss auf jeden Fall, weil jetzt ist halt Platz knapp, müssen wir gucken, dass wir...
Bauen nämlich jetzt hier noch weitere Häuser hin. Immer mit Erweiterungsfläche wichtig. Ja. Dann haben wir rein theoretisch für 4 weitere Familien Platz. Aber wenn das momentan so beliebt ist, dann brauche ich auf jeden Fall mehr Platz. Aber du hast hier höchste Priorität. Und dann danach erst der Rest. Genau, erst danach der Rest. Okidoki, Steinmetzlager. Ja, fühlt sich gut. Wie viel brauche ich für mein Herrenhaus? Muss mal gucken. 15, okay. Das heißt, euch kann ich abziehen. Euch brauche ich jetzt im Moment nicht. Die haben Bretter gemacht. Okay, brauche ich noch ein paar Bretter. Brennholz, genau. Die machen dann das Brennholz, die anderen, die jetzt gerade fertig sind. Die Kirche ist gleich fertig. Ein Ticken schneller. Noch einmal Zaun ringsrum. Genau, ich will einmal hier reingucken. Voll gut. Mittelalter ist halt immer noch faszinierend, ne? Auch wenn die Zeit eigentlich voll kacke war. Kann ich rein, oder? Ah, verdammt. Ah, letzter Feinschliff. Sehr schön, habt ihr brav gemacht. Ah. Ist mittlerweile schon ein schniekes Dörfchen geworden. Ich gehe mal hier jetzt rechts auf das Grundstück drauf. Hier sind ja 2 Familien, die hier leben. Ah, Spiel wird gespeichert. Okay, da haust man also hier drinne. Ah, ich kann einfach durchgehen durch die Wand. Hier ist der Gemüsegarten. Ja, dann hoffen wir, dass sie da fleißig Sachen anbauen. Muss ich da jetzt... Ich muss echt eine Person zuweisen, ne? Ah, okay. Bin ich jetzt so medium prickelnd? Eigentlich möchte ich da keine Familie zuweisen. Reicht das schon? Naja, okay. Sie haben... Das reicht ihnen schon aus. Das finde ich gut. Ein Brennstoffstand. Ja, der ist verwaist, der ist weg, ne? Weil ich die Familie abziehen musste, aber die machen ja jetzt alle wieder, was sie sollen. Ich könnte das jetzt schon bauen, aber will ich noch nicht. Brennholz und Speicherarbeiter. Ja, Speicher müssen wir... Da haben wir auch welche... Hier brauche ich jetzt eigentlich keinen einstellen. Ist echt ganz gut, ne? Wir haben immer noch kein Fleisch, aber jede Menge Beeren. 9 Monate, genau. Das muss auch noch erweitert werden, dass die Leute beruhigt sind. Zwölf haben wir nur. Die müssen schneller arbeiten. Die kommen auch nicht voran, ne? Gebäude ist fertig. Ne, ich kriege einfach nicht diese Holzbretter zusammen. Ich brauche eigentlich da oben mehr Leute, die halt... Ja gut, die sollen das ja machen, ne? Genau, arbeite mal schneller. 15 haben wir jetzt. Brauche einen nächsten Holzstamm, dann passt das ja hoffentlich. Gebäude ist auch fertig. Okay, da das fertig ist, jetzt müssen wir überlegen, was wir mit der Familie machen, die wir jetzt aktuell zur Verfügung haben. Okay, Steine haben wir, brauche ich jetzt gerade nicht. Brennholz läuft auch, das läuft. Ja, eigentlich müsste ich jetzt hier jemanden reinbringen, ne? Eine Familie, aber die würde ich dann ungern wieder abziehen wollen. Könnten wir uns jetzt aber aktuell erlauben, weil wir haben genug Wohnreserven übrig. Also machen wir das. Wir lassen hier jetzt eine Familie einziehen. Jeder Arbeitsbereich ist leer. Ah, okay. Es gibt aktuell keine Beeren. Das heißt, dann kann ich die hier abziehen. Die brauchen wir nicht. Und schwupps, haben wir wieder Platz.
Ah, genau, dieses Lager wieder voll, er meckert. So genial. Dass er darüber jetzt wieder am Meckern ist. Okay, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt das Herrenhaus bauen. Genau, im Dorfplatz. Straßenmauern. Ja, das haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit schon gemacht, ne? Diese Funktion ist derzeit noch in Arbeit. Ihr könnt in den Grundriss eurer Burg bearbeiten und den Bau neuer Flügel und Türme planen. Okay. Kann ich mir alles nicht leisten. Wie konnte ich nochmal drehen? Ah, hier. So rum ist drehen. Das ist total verwöhnungsbedürftig. Ich setze das da oben daneben, aber bei Steuern finde ich wichtig. Ich brauche nämlich Geld. So. Genau. Gehört dann mit dazu. Wir lassen es jetzt mal schneller laufen. Okay, die sind fertig, ne? Ah, die könnten eigentlich Sinnvolleres tun. Okay, dann müssen jetzt alle Schäfchen hin. Lass ich hier mehr jagen. Ich brauche ja noch irgendwas an... Ja, wir haben jetzt zwei Familien übrig, sondern zwei jagen. Das ist mir sonst zu wenig. Eine neue Familie ist eingezogen. Sehr schön. Das macht es doch dann einfach. Dann arbeiten die hier noch mit mehreren Leuten. Genau, und lassen wir die hier im Lager arbeiten. Dann geht das nämlich auch ein bisschen schneller. Ne, die holen die Sachen nämlich von überall ab. Und dann müssen wir gucken jetzt. Die Häute hat er jetzt weggebracht, ne? Zwei Fleisch. Okay. Ein Fleisch nur noch. Ist halt bei der Bewohneranzahl. Oh, die Banditen haben schon wieder geklaut. Brennstoff reicht für 3 Monate, Nahrung für 8. Okay, wir kommen auf jeden Fall über den Winter. Das ist eine gute Sache, denn wäre schon kacke, wenn meine Dorfbewohner draufgehen. So, wenn ich gleich weiß, wie wir das hier mit Steuern machen. Ja, machen wir so. Okay, der Rest muss auch noch angekarrt werden. Ja, wir sind auf jeden Fall fleißig, das ist super. Ein Gemüse. Das ist wirklich nicht viel. Man sieht hier, weil sie immer laufen. Der Winter naht. Ja. Das ist gar nicht gut. Wir haben keine Obdachlosen, das gefällt mir. Ich könnte das Haus hier erweitern. Das ist aber jetzt schon noch für eine Familie Platz. Und hier auch. Ja, super. Das ist nämlich gerade eine Einfamilie eingezogen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, okay. So, was ist denn hier mit den Bedürfnissen? Bekleidung. Okay, das ist das Einzige, was fehlt. Bekleidung möchten die momentan haben. Das kriegen wir aber hin, glaube ich. Wenn ich rausfinde, wo es war. Hier. Gerberei brauchen wir nämlich, damit wir aus den Lederhäuten das andere basteln können. Nur machen wir die... Machen wir die hier hin. Genau, machen wir die dahin. Wir haben auch eine Familie übrig, die macht dann das und gegenüber machen wir dann das andere. Damit wir... Oh, wir können das auch noch erweitern. Ja, haben wir nicht das Zeug dafür. Oh, das erste Häuschen ist fertig, mein Herrenhaus.
Na, Priorität soll mal hoch sein hier. Also die können gerne schneller machen, ne? 7 Monate und 3 Monate. Ah, das ist mit dem Brennholz, ne? Im Winter brauchen die halt auch ordentlich, denke ich mal. Ja. Die schaffen das sicher. Ah, super. So, mal runtergehen. So, klickt auf den Steuernreiter, nachdem ihr euer Herrenhaus ausgewählt habt, um die Steuersätze festzulegen. Steuern können eure Schatzkammer füllen, euren Einfluss steigern. Allerdings wird eure Bevölkerung deutlich ärmer. Okay. Also ich möchte auf keinen Fall, dass die zu arm werden. Prozent weniger Ertrag. So, Steuern. Ich hätte das gerne mit den Steuern nochmal, wo das ist. Schatzkammer. Regionsvermögen, Steuergesetz da. Steuergesetz, okay. Aber ist es dann hier mit dabei? Nee, da, bessere Geschäfte. Auch nicht. Ja, müssen wir uns praktisch hier Gesetze erlassen, ne? Aber wir haben noch kein Steuergesetz. Ah, Mann! Ich möchte davon keins erlassen. Ich finde die nicht gut. Steuern, ach, da. So. Das ist für die Kirche, oder was? Ich will meinen Einfluss nicht steigern. 10%, boah! Das ist schon viel. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gerne sowas wie 5%. Genau. Aber ist auch minus 3. Okay, also wenn es... Okay, dann ist es... Okay, 3 ist okay. Nur 3. Ich will sie ja nicht unglücklich machen. Hier habe ich eine Stufe und das. Okay, wenn die Lebensmittelvielfalt sinkt, dann habe ich die A-Karte. Aber zumindest generiere ich jetzt Geld. Nicht viel, aber ich regeneriere Geld. Gucken wir mal. Wenn jetzt auf November springt, dann ist 35. Wenn dann November kommt... Wie viel wir dann einnehmen. Personen, wie viele Personen gehören dazu? Hm, okay. Diener. Ich habe Diener. Das ist ja super. Brennstoffreserven für mich selbst, oder was? Ah. Ich will immer noch wissen, wie viel ich jetzt einnehme. Das dauert zu lange. So ein Monat ist ganz schön lang, ne? Hatte ich nicht eben noch 35? Plus 2. Ach so. Okay. Jäger, Brennholzstände und Lebensmittelstand haben wir da. Okay. Hm. Ich baue schon mal das nächste, ne? Wir haben jetzt hier die Gerberei. Wir machen Leder. Und was mache ich aus Leder? Muss ich ja Klamotten laden. Muss doch der Klamottenladen sein.
Hier ist nur ein Brennofen. Dorf. Okay, dann wird es wahrscheinlich hier mit dabei sein. Schneiderei. Ja, ich brauche eigentlich eine Schneiderei, aber jetzt ist die Sache. Würde ich gern machen. Geld passt auch, aber ich brauche dazu wieder das. Okay, wir haben ja genug Familien zur Verfügung. Okay, eine von zwei Familien. Hier sind zwei von zwei. Puh. Hoffen wir, dass im Winter keiner dazu zieht. Ja, das wäre nicht verkehrt. Und da sehen wir, da kommt jetzt so langsam der Winter. Alles wird schneebedeckt. So, Gerberei ist fertig. Ihr könnt mal das machen. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein weiteres Haus. Einfach so als Reserve. Genau, ist auch wieder so, wie wir es haben wollen. Okay. Dann könnt ihr nämlich anfangen zu arbeiten. Ah, es ist ja fleißig dabei. Ja. Die sind fleißig, ne? Haben wir sogar schon ein bisschen Leder. Oh, Banditen haben Karotte gestohlen. Wahrscheinlich die einzige Karotte, die wir hatten. Nein, die haben wir nicht. Wir haben ein bisschen Fleisch und das. Das finde ich gut. Ja. Wenigstens etwas. Aktuell sind sie alle auch noch glücklich. Besteuerung, klar, finden sie ein bisschen mies, aber ich brauche halt auch Geld. Und ich finde, unser Dorf ist eigentlich bisher ganz schnieke geraten, ne? Ja, schon so ein bisschen. Aber für heute reicht das schon wieder, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns ganz entspannt morgen wieder.